Viel Mut, ja, dass du halt von anderen mal hörst, ha, ja, guck mal, wir sind auch noch da und es ist halt ein Projekt, ja, das ich hoffe, dass wir irgendwann mal genauso gut aufgestellt sind wie ihr. Ich habe euer Werbematerial gesehen, fand ich total der Hammer. Ich war beim Hessel, habe euch da gesehen in der Vorhalle, habe da richtig Wirbel gemacht, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Hi, alle Grüße, alle schönen Grüße nach Düsseldorf. Ich war ja auch ganz am Anfang, bis hier das Camp losging und naja, wir säen den Samen und vielleicht geht er auf, oder? Wird er auf jeden Fall. Noch jemand? Ja. Videogrüße an Düsseldorf? Aber Videogrüße an Düsseldorf? Ich mach Düsseldorf alles gerne. Aber Occupy. Hey, Occupy, ja. Ja, ist ja an Occupy Düsseldorf. An Düsseldorf an Grüße senden? Per Videobotschaft? Ja, schöne Grüße nach Düsseldorf. Ich versuche unser Matze vorbeizukommen. Ja. Ist immer ein bisschen schwierig, weil ich hier sehr stark eingespannt bin. Aber ihr seht ja, schaut euch um, ihr habt ja schon Kameraschwenk gemacht. Wir sind mitten im Zubel. Der Matze gehört nämlich eigentlich zu Occupy Düsseldorf, der weiß das nur noch nicht. Die Laura, wie was macht ihr hier? Sehr gemütlich. Hallo! Hi, Düsseldorf! Hallo! Occupy Düsseldorf ist zu Besuch! Wir kippen das einfach auf die Wiesen. Ja, wir haben nicht mal ein Gebäude, keine Höhle, keinen Salzstoff. Hier ist die Küche von Occupy Münster. Oh, es wurde gerade Kaffee gemacht. Naja, wir sind auch nicht ordentlicher. Formfolgfunktion. Wer das jetzt unordentlich findet, muss sich mal an die eigene Nase packen. Schön, schön. Was ist hier? Euer Kuchen. Da sind die ganzen Schilder und alles. Hier sind die Schilder. So ein kleines Materiallager. Ja. Das ist jetzt eigentlich nur meine verrückte Idee, nicht? Aber, ja, mach. Also was erstmal näher liegt, das sind diese ganzen Beete, dieses hier und die beiden da vorne. Welche? Diese beiden, diese eingezäunten Beete. Okay. Und zwar habe ich mich schon mit einigen Leuten zusammengetan, die Permakultur und sowas geil finden. Ja, und wir werden das richtig geil anbauen. Wir machen da erstmal unsere eigenen Lebensmittel und gucken mal, ob wir mit diesen Brunnen da, ob wir da noch so ein kleines Fischbiotop oder sowas hinkriegen. Und was hattet ihr jetzt mit den Bäumen eventuell vor? Also das ist nur eine verrückte Idee, die ich in meinem Kopf rumschweben habe. Und zwar diese drei Bäume, die so nah aneinander stehen. Bäume. Ja, da im Prinzip ein mehrstöckiges Baumhaus dazwischen drin hochzuziehen. Müsste eigentlich machbar sein. Aber ich wünsche euch viel Glück. Jo, danke.